Okay, I'm in. Find the largest float. They are controlled from inside. That tech, it could be an ordinary terminal. Gotcha. How's things at your end? Good. I reached the control room and make a terrible mess. Very well. I am ready. When you finish, I'll make the system sick. Hoffentlich. Sind bloß eine drin. Irgendwo verstecken. Überwachungskameras wieder erstmal ausschalten. Inspektion anhand der Betriebsaufsicht. Takamoto Masuda. Auf Grundlage der vorliegenden Beweismittel hat die Abteilung für Betriebssicherheit entschieden, alle sofortigen notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Alle Mitarbeiter, die keine Managerposition bekleiden, müssen befragt werden und die Schuldigen für die empfindlichen Verletzungen der Datensicherheit des Arasaka Industrieparks werden zur Rechenschaft gezogen. Über diese Maßnahmen darf ausschließlich das Management informiert werden. Diese einfache, unkomplizierte Pistole ist der Stolz von Arasakas Ingenieuren. Die Kenjin ist eine der modernsten und tödlichsten Maschinenpistolen auf dem Markt. Bändige Macht des Blitzschlages. Die brutale Durchschlagskraft der Kenjin wird von elektromagnetischer Spannung generiert. Durch die eine tödliche, mit Wolfram überzogene Kugel abgestoßen wird, die selbst die härteste Panzerung durchdringen kann. Ebenso wie andere vergleichbare Waffen ist sie fabrikfertig mit einem holographischen Zielrohr ausgestattet. Okay. Sichere deine Seele Kundendaten. Reina Hirano SDS Takeru Ito. Ito-san, in Anbetracht des Datenlecks aus Amsterdam habe ich mir erlaubt, zusätzliche Analysen unserer Prozedere zur Datenübertragung auf Konstrukte durchzuführen. Im Betrieb der Sicherheit haben wir unsere VIP-Kunden nicht wirklich anders behandelt als die Beta-Tester, die wir im Netz über das Soulkiller-Programm akquiriert haben. Die logische Konsequenz davon ist, dass unsere hochrangigen Kunden ein zusätzliches Risiko darstellen. Ihr tägliches Verhalten wird von Millionen Menschen gesehen. Es ist unmöglich, das Interesse der Medien zu vermeiden. Und auch unsere theoretisch hieb- und stichfesten Vertraulichkeitsvereinbarungen sind keine Garantie. Die Gefahr, dass ein VIP wie Tvagers bei einer Lesung die Prozedur als deine Seele an Arasaka verkaufen bezeichnet, ist beträchtlich. So etwas lässt sich schlicht und ergreifend nicht verhindern. Deshalb schlage ich vor, eine vereinfachte SDS-Version dem Massenmarkt zur Verfügung zu stellen. Wenn jeder SDS benutzen kann, wirkt das Programm nicht mehr verdächtig oder kontrovers. Was es außerdem für uns leichter machen wird, seine genauen Funktionsweise zu verbergen. Ich werde diesen Vorschlag bei der nächsten Vorstandssitzung präsentieren, aber ich wollte Sie als ersten davon in Kenntnis setzen. Rainer. HJKE 11 Yikimura. Früher mussten Soldaten noch wochenlanges Kampftraining absolvieren. Irre, oder? Heutzutage haben Smartwaffen eine automatische Zielerfassung und Kugeln verfolgen ihr Ziel. Man braucht nur die richtigen Implantate. Eine Pistole stand am Anfang der Smart-Revolution. Die Yukimura, die in den 2040ern von Arasaka produziert wurde.
Mit der Yukimura kannst du so mies wie die Roboter aus einem gewissen Weltraum-Epos des späten 20. Jahrhunderts schießen. Und du wirst trotzdem kein einziges Mal dein Ziel verfehlen. Ist das eine Anspielung auf Star Wars? Möglich. Selbst heute, über 30 Jahre nach der Markteinführung, gehört die Yukimura noch zu den besten automatisch und besten Handfeuerwaffen überhaupt. Sie verfügt über 2 Feuermodi automatisch und Salven aus 3 Schuss. Für unterschiedliche Kampfsituationen sowie über ein ausreichend großes Magazin für längere Gefechte. Also, man sieht schon, Arasaka ist ein großer Fan von Smart-Waffen. Ich halt allerdings nicht unbedingt. So, ja, ich müsste sie ja theoretisch eigentlich mal richtig ausprobieren. Vor allem auch die Skippy-Waffe eigentlich. Weil die ja, glaube ich, noch ziemlich lustig sein könnte. Aber man braucht eben halt diese ganzen Implantate. Ja. Mal schauen, vielleicht machen wir es doch irgendwann mal. Auf jeden Fall möchte ich mir die eine Waffe hier schnappen aus dem Container. Ich glaube 667 war das. Das Masamune ist nicht bloß ein Gewehr, sondern ein Kunstwerk. Entworfen wurde es in den 50ern. Hergestellt wird es aus extrem belastbaren Materialien, so dass es in jeglicher Lebenslage gut verwendbar und außerdem erstaunlich leicht ist. Jedes einzelne Bauteil des Masamun bis hin zu den winzigsten Bolzenschrauben wurde gründlichst von einer Legion von Arasaka-Ingenieuren überprüft und das merkt man auch. Das Masamun ist leicht im Umgang und intuitiv in seiner Bedienung, sogar beim ersten Mal. Darüber hinaus verfügt es über eine hochmoderne Software, ein holographisches Visier und einen Salvenmodus mit je 3 Schuss. Und Werbung, wie soll es auch anders sein? Status Fracht. Kennen wir schon? Kennen wir auch schon? Kennen wir auch und kennen wir auch? Dann sehen wir den Typen hier in. Eigentlich hier rein. Und verstecken den hier. Naja, verstecken. So gut es geht. Kaputt? Stand da gerade kaputt an diesem Gewehr? Machen, schade. Haben wir einen Splitter vergessen und drüber sehen. Okay. Ein großer fetter Klops. Bitte sag mir nicht, der kommt hier hoch. Okay, der bleibt da unten. Komm schon, beweg dich. Von wo kommt der denn? Wie mies! Da muss ich aber die Leichen doch besser verstecken. Shit!
mal wo? Gibt's nichts zum Verstecken der Typen. Sobald jemand die Leichen findet, bin ich am Arsch. Ich bin so am Arsch. Sobald jemand findet, ist alles vorbei. Da hinten ist auch noch jemand. Klar kommen die natürlich jetzt alle hier hinein. Da hinten ist auch einer. Da hinten auch. Shit. Nicht gut. Sobald jemand die findet, bin ich am Arsch. Dann war das alles für nix. Der liegt noch nicht zu mir um. Oh, fuck. Natürlich hat er das jetzt nicht gesehen. Und das hört er auch nicht. Da hinten könnte es ein Problem geben mit einem. Genau nicht. Hey, fuck. Es sind viel zu viele drin. Und solange ich die oben nicht weg bewegen kann, habe ich ein Problem. War das schlau? Vielleicht Optik Neustart? Aber... Hallo? Du bist tot! Shit, das war ein Fehler. Ich möchte die Waffe nicht. Das war ein Fehler. Ich dachte, wenn ich ihn umbringe, dann bin ich da aus dem Spiel, aus dem... Aus dem Schneider, dachte ich eigentlich. Wenn ich ihn umbringe, aber... Sieht offensichtlich nicht so aus. Ja, das war's dann wohl. Oder ich lade. Aber ich weiß ja nicht.
Eigentlich wollte ich das schon gerne leise machen. Kann ich das nicht irgendwie aufhalten? Sorry, aber... Oh shit. Ich wollte zwar eigentlich nicht neu laden, aber... Finde ich ein bisschen doof. Ich dachte eigentlich, wenn ich den gleich umbringen würde, könnte man es nicht mehr zurückverfolgen. Habe ich falsch gedacht. Und ich möchte eigentlich jetzt auch nicht unbedingt mega Aufsehen erregen. Gehen wir halt einen anderen Weg. Wenn das mit dem Typen da nicht klappt. Doof. Sorry dafür. Ich wollte wirklich nicht laden. Ich würde sagen, wenn ich es jetzt verkacke beim nächsten Mal, dann ist es halt so. Dann lade ich wirklich nicht mehr. On the lookout. Shit. Ich glaube, ich kann die echt nicht alle ausschalten. Das funktioniert nicht. Es ist niemals möglich. So, ich hoffe, hier unten findet ihn niemand. Dann muss ich halt nochmals die Waffen kurz durchschauen. Und ein paar Waffen beseitigen, da wir sonst viel zu schwer sind. Die grünen und weißen Waffen beachte ich jetzt einfach mal gar nicht mehr. 310 von 400. Irgendwo werde ich sicher irgendjemanden übersehen. FF06B5. Das ist das JRPG. Nur das Geheimnis darum, das lange nicht gelüftet wurde. Shit.
Na, das sieht uns von da oben. Das ist doof. Zumindest den müsste ich wegkriegen. Aber bloß wie? Komme ich nicht so schnell hoch. Natürlich muss ich jetzt warten, bis er weg ist. Was, ob der uns da sieht? Ich habe den Radio nicht eingeschaltet. Den muss ich wegkriegen da oben, das geht gar nicht. Da hoch komme ich nicht. Ne, bringt mir auch nichts. Ich muss den wegkriegen, der ist ziemlich schlecht platziert für uns. Oh shit. Das ist wirklich doch nichts. Den krieg ich nicht weg. 667 war der Container. Wahrscheinlich komme ich da nicht mal hin. Ohne Sprunggelenke oder so. Hier gibt's was Blaues. Ready Steady Sturmgewehr. Da vorne steht jemand. Doof, 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 doof. Theoretisch wäre das jetzt die Möglichkeit. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.